Thank you.
Seite. Ja, gestern konnte ich leider kein Fazit mehr geben zu dem gestrigen Tag. Aber ich muss eins sagen, auf jeden Fall, dass Konstanz total die wunderschöne Stadt ist. Ich habe wirklich, ist noch schöner als Warnemünde, finde ich, zum Teil. Da war ich ja schon begeistert, aber Konstanz setzt noch eins drauf. Das ist wirklich so eine traumhafte Stadt, bis jetzt von dem, was ich gesehen habe. Und ja, und ich habe gestern mir schon, ihr habt es ja gesehen, ganz tolle Sachen angesehen, die haben mir sehr gut gefallen. Auch so die Sehenswürdigkeiten haben auch das widergespiegelt, was ja, ich recherchiert habe. Die Sachen sehen wirklich eins zu eins so aus und sind total nice. Und ich habe dann, ja, und auch heute Morgen, das Frühstück ist ganz lecker. Ich habe ein Müsli mit Hafermilch und das gefällt mir ganz top. Ich habe auch so sogar einen veganen Käse dabei. Das fand ich ganz toll. Ich hätte mir auch einen veganen Patty nehmen können, aber das war mir too much zum Frühstück. Ich habe heute aber trotzdem mit zwei Brötchen gefrühstückt und ein bisschen Marmelade. Dachte, so ein bisschen mehr Abwechslung. Mal schauen, ob ich das morgen noch mache. Jedenfalls, auf jeden Fall habe ich Cornflakes mir gemacht, Haferflocken habe ich dabei und diesmal kann auch nichts passieren, weil, wie gesagt, die Milch, das sind ja nur Cornflakes und Haferflocken, die haben nicht groß irgendwelche Milchprodukte mit drin, ne? Wie es mir ja halt letztens passiert ist. Und deshalb, genau, konnte ich gut frühstücken heute Morgen. Die Brötchen waren super lecker, die waren ganz frisch und hatte so Mehrkornbrötchen und eins war mit Kürbiskern. Es hat sehr gut geschmeckt und auch die Marmelade war sehr lecker. Und Obst war dabei, da hatte ich Honigmelone gehabt und Tomaten, Paprika und Gurke. Genauso wie es mag zum Frühstücken. Und das Gute ist, ich kann jetzt auch mein Zimmer wechseln, weil ich wollte ja hier eigentlich arbeiten, die 3 Tage, und da habe ich mir auch das Hotel entsprechend rausgesucht, weil ich dachte, ich kann ja irgendwo arbeiten. Da stand auch Laptop-Arbeitsplatz, aber diese kleine Ablage, die ich jetzt hier unter dem Fernseher habe, das ist irgendwie ungünstig. Müsste ich auch die ganze Zeit stehen und dann schaut man so runter anstatt oben, und so ein Tisch wäre schon ganz gut. Und sie meinte auch, ich könne tauschen, und da freue ich mich auf jeden Fall und bin auch neugierig, wie das neue Zimmer aussieht. Also zum großen Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dieser Einheit hier, sehr gut. Also auch die Bilder und so, die finde ich sehr gut, und auch, dass der Boden halt ohne Teppich ist, das gefällt mir. Aber mal schauen, ne? Wie das andere Zimmer ist. Ich bekomme auf jeden Fall eins und kann tauschen. Das mit dem Arbeiten ist halt wichtig. Ich könnte hier nicht 8 Stunden, denke ich mir, ohne Tisch arbeiten. Und ja, dann schauen wir mal, wie das nächste Zimmer aussieht, weil ich brauche auch keine 2 Betten. Dafür hätte ich lieber so eine kleinere Freifläche. Und dann schauen wir, wie das nächste Zimmer ausschaut, ob das besser ist. Und dann bin ich glücklich, wenn da auch noch ein Schreibtisch ist, wo ich arbeiten kann, dann ist das alles top. Jedenfalls Konstanz gefällt mir sehr gut. Macht mir, also die Luft ist gut hier, es ist schön ruhig. Nur die Busse kommen ein bisschen sehr selten, so wie an der Côte d'Azur, der Zug immer, wo man 1 Stunde warten musste. Das erinnert mich schon ein bisschen daran. Und gestern war ich so todmüde. Aber ich habe einen ganz guten Schlafwert. Ich glaube, ich habe sogar 87 Punkte. Und das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Und glaube ich, 2,5 Stunden habe ich Tiefschlafphase gehabt. Das habe ich ja auch selten. Also, und über 1,5 Stunden so REM-Schlafphase. So gute Werte hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich war auch tot. Ich war wirklich tot gestern. Nur 2-3 Stunden insgesamt geschlafen, immer so ein bisschen halt dieses Eingedöst, das Nickerchen.
Das war alles eigentlich nur Nickerchen und dann die Wärme und dann bin ich gestern auch noch 10 Kilometer gelaufen, habe 1000 Kilokalorien dadurch verbrannt und ja, dadurch war ich so todmüde am Abend, dass ich sogar beim Duolingo-Lernen meiner Sprachen immer wieder eingeschlafen bin. Und ja, das. Da es heute um 12 der Tausch sein wird, habe ich noch 1,5 Stunden. Dann werde ich jetzt Duolingo lernen. Dann kann ich halt abends ein bisschen länger machen. Muss ich Duolingo nicht machen. Und genau, dann ziehe ich das ein bisschen vor, gucke auf, wo ich noch überall fahren kann. Und dann recherchiere ich, dann mache ich mir einen Plan. Und dann den Sonntag schon noch ausnutzen, weil morgen muss ich dann 3 Tage arbeiten. Dann kann ich abends nur kurz was machen. Genau. Und dadurch kann ich nicht so viel unternehmen. Ja, das war es erstmal für heute. Also für den gestrigen Tag. Und für diesen heutigen Tag gibt es ein neues Video.